Hallo meine Lieben, zu einer neuen Rezension. Und zwar möchte ich heute zwei kleine Schätze vorstellen, die ich vom Fischer Verlag erhalten habe. Und zwar ganz genau vom Fischer Schatzinsel Verlag. Und zwar ist das Ella Vampirella. Die sehen so aus. Eine zuckersüße Geschichte. Es geht eigentlich genau genommen um Ella Vampirella, eben dieses Mädchen. Ella Vampirella ist ein Vampir und ihr bester Freund ist Wolfi. Wolfi ist ein Werwolf. Bei Wolfi ist die Besonderheit, er ist immer ein Werwolf und zum Vollmond verwandelt er sich in einen Jungen, einen menschlichen Jungen. Und zu dieser Zeit, wenn er ein menschlicher Junge ist sozusagen, ist er furchtbar ängstlich. Er ist ein richtiger Angsthase und das macht ihn unheimlich sympathisch. Die Geschichte dreht sich eigentlich im Prinzip darum, dass Ella Vampirella und Wolfi auf die Geburtstagsparty, auf die 343. Geburtstagsparty eingeladen sind von Tante Esmeralda. Und werden aber blöderweise falsch abgesetzt, weil sie ja natürlich in einem Sarg anreisen. Und sie kommen dann auf die falsche Burg. Sie hätten eigentlich auf die Burg, ich weiß nicht, ob ich es jetzt durcheinander bringe, auf die Burg Wildenstein gehört, sind aber auf der Burg Wildenburg oder irgendwie sowas. Die Namen, ja, nö, ich hab's nicht so mit Namen. Also, auf jeden Fall sind sie falsch abgesetzt worden. Und da nimmt dann natürlich das Unheil seinen Lauf. Es passieren unheimlich viele doofe Dinge. Er fliegt durch die Lüfte und versucht herauszufinden, wo sie gelandet sind, wie sie da hinkommen, wo sie hinkommen müssen. Und dann passiert natürlich allerhand Blödsinn, der eigentlich nicht sein sollte. Und ja, es ist kurz das Buch. Ich kann nicht viel dazu sagen. Die Bilder innen drinnen sind wunderschön. Also geschrieben hat das Buch Malise Arold und illustriert ist dieses Buch wunderschön. Und zwar von Isabel Metzen. Ich kann euch mal, das hier ist zum Beispiel Wolfi. Oder mal gucken, ich hätte mir das mal ein bisschen markieren wollen. Hier ist auch nochmal Ella, also ist wunderschön illustriert. Dieses ist der erste Teil, den zweiten Teil gibt es natürlich auch schon, der ist ein ganz klein bisschen dicker. Und zwar geht es um Ella Vampirella und der Vampir mit den Sommersprossen. Das Buch fügt sich, also der zweite Teil fügt sich nahtlos an den ersten an. Und dort lernt sie eben den Vampir mit den Sommersprossen kennen. Und wie jedes kleine Kind weiß, können Vampire nicht in der Sonne umherwandern. Also wie kommt er dann zu Sommersprossen? Und dies versucht Ella mit Hilfe von Wolfi im zweiten Teil herauszufinden. Auch hier gibt es dann sehr viele Wirrungen und Irrungen und auch wieder wunderschön illustriert das Buch. Also das hat mir unheimlich gut gefallen. Zum Beispiel hier ist Ella mit ihrer Tante Esmeralda zu sehen. Und ja, es ist zwar im Prinzip wirklich ein Kinderbuch. Ich sag mal, ich glaube ab 6. Aber ich muss sagen, für zwischendurch hat es mir unheimlich gut gefallen, weil ich einfach die Aufmachung so wunderschön finde. Also ich finde die Geschichte auch total niedlich. Nicht, dass ich jetzt irgendwie der Vampir-Hype oder sowas bei mir breit gemacht habe, aber es ist einfach mal so eine ganz zuckersüße Geschichte, fernab von Blut und Gemetzel und allem. Katzen, lieb sein! Ups. Und es ist einfach mal zwischendurch ein richtig süßes Kinderbuch, schön illustriert. Sind zwei wirklich schöne Schätze,
dir bei mir auch einen Ehrenplatz erhalten, weil ich einfach dieses Cover so traumhaft schön finde. Ich kann es euch nochmal zeigen. Ich weiß, ich schwärme gerade. Es ist einfach so süß. Das Cover gefällt mir unheimlich gut. Und ja, die Geschichte dazu auch. So, dann wünsche ich euch jetzt mit dem Buch wunderviel Spaß. Ja, wunderviel Spaß. wünsche euch jetzt einen schönen Tag und bis die Tage. Tschüss!